Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau. Heute ist Quarantänetag 4. 4 und wir sind fast am Durchdrehen. Also ich nicht, ich bin relativ normal. Nee, also ich bin schon am Durchdrehen so langsam. Deswegen habe ich heute vorgeschlagen, wenn wir schon zu Hause eingesperrt sind, ja, dass wir einen Großputz machen. Yeah, man Nee. freut sich. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt gleich. Schatz, komm. Wir haben jetzt beziehungsweise mein Mann, die Gardinen Vorhänge. runtergenommen. Genau, die Vorhänge. Die werden jetzt komplett einmal gewaschen, einmal gebügelt und dann Teppich alles weg, saugen, wischen. Also heute ist wirklich Großputz seinen Vater angesagt, ja. Wir nutzen die Zeit jetzt so richtig gut Was machst du? Ich auszuputzen. zock. Ja, Schatz, träum weiter, mein Ich freue mich, Baby. Schatz. Träum weiter, mein Schatz. Ich zeige es euch mal kurz so rum. Die Seite hat mein Mann schon entfernt, die Vorhänge. Jetzt ist die Seite hier dran. Genau, da hinten, Terrassentür, haben wir so ein Rollo. Da, es bleibt dran. Küche haben wir auch zwei Rollos, bleiben auch dran. Vom Schlafzimmer hat er die Vorhänge schon abgenommen. Eine Ladung Wäsche läuft schon. Und genau, nebenbei tun wir jetzt Frühstück vorbereiten. Und willst du noch was dazu sagen, Schatz? Nee, du, lieber nicht. Warum? Weil Keine Zeit. keine Zeit. Okay, dann sehen wir uns nachher nochmal. Bis später. Ihr seht, was alles aus den Kissen für Fäden rauskam. Sieht gerade schrecklich aus, ich weiß. Jetzt wird das hier alles sauber gemacht und dann fangen wir endlich an mit dem Frühstück, Baby. Yes. Thank you.
So Leute, wir haben jetzt was bestellt. Wir haben mega Hunger. Für so viel Arbeit geht ein Döner, ne? Als ob ich einen Döner schaffe. Auf jeden Fall. Wir lassen es uns jetzt schmecken und sehen uns dann im Anschluss. So Leute, wir sind fertig mit dem Putzen. Ja, und wir sind auch Kräften. Ganz genau. Wir haben jetzt aber wirklich, Schatz, die Wohnung richtig picobello sauber gemacht. Ja. Also von Gardinen bis Schrank, die ganzen Klamotten gewaschen. Das hatten wir ja davor schon gemacht. Unser Kleiderschrank gemistet und wirklich alles, was man im Haushalt machen kann, haben wir heute geschafft. Jetzt fehlen nur noch die Gardinen hier, so wie ihr erkennen könnt. Das ist jetzt der letzte Waschgang. Und dann werde ich jetzt auch bügeln. Ich habe mein Bügelbrett und mein Dampfbügeleisen da noch stehen. Und dann im Anschluss kommen die zwei Sachen hinten auch wieder in den Waschraum. Mein Mann hängt dann die zwei Vorhänge noch auf, beziehungsweise danach, vier. Ja, danach sind wir fertig. Danach. Das war's dann von unserem Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und uns hat es sehr gefallen zu putzen, Schatz, gell? Nee. Also dir bestimmt. Überhaupt nicht. Ja, wir sind am Ende unserer Kräfte, aber es hat sich gelohnt, unsere ganze Wohnung. Ach, übrigens, wir haben auch die ganzen Fenster geputzt von der ganzen Wohnung. Wir haben gedacht, wir machen gleich so einen Frühjahrsputz. Da müssen wir das im Nachhinein nicht mehr machen. Genau, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Ganz genau, denn es ist kostenlos. Billig, billig. Dann würden wir sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.